Hallo, ich bin die Hanna und ich habe meine Transition 2019 begonnen, habe mit Logopädie angefangen und ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Bin dann auf das Medical Voice Center aufmerksam geworden, habe dann am 23.12.2020 meine Stimmoperation gehabt. Seitdem viel an meiner Stimme gearbeitet, weil ohne Arbeit funktioniert es nicht. Und bin heute stimmlich tatsächlich so angekommen, bin sehr dankbar dafür, dass der Doktor es mir die Chance gegeben hat, eine weibliche Stimme zu bekommen. Ich musste halt insbesondere lernen, mit meiner neuen Stimme erstmal zurechtzukommen, weil der Kopf versteht es nicht, warum die Stimmbänder plötzlich anders arbeiten, als der Kopf das gewohnt ist. Und dementsprechend musste man insbesondere die Vokale üben, von tief bis hoch. Und was auch ganz wichtig ist, ist sehr, sehr viel sprechen. Also tatsächlich ist es Learning by Doing. Wer spricht, lernt am meisten davon. Wirst du überhaupt noch misgendert irgendwann? Nein, gar nicht mehr. Also da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das alles funktioniert. Ja. Und was war in deiner gesamten Transition so die Leuchtpunkte, die Steps, wo du gesagt hast, jetzt bin ich wirklich so einen Schritt weiter für dich? Es war natürlich auf der einen Seite war es die Stimmoperation, die mich in die Richtung gebracht hat. Dadurch fing es erstmal an, dass man, wie wir eben schon gesagt haben, nicht mehr gemisgendert werde. Und das war so der erste richtige Schritt. Also da war das erstmal egal, ob man die Geschlechtsangleichende hatte oder so. Durch die Hormone hat man eben die Äußerlichkeit schon gehabt. Und dann kam das Sahnehäubchen mit der Geschlechtsangleichenden noch. Die ist im November 2021 gewesen. Und ja, seitdem bin ich jetzt so sehr zufrieden. Oder ist das Transgender noch ein Thema oder ist das nicht für dich jetzt auch mal irgendwie vorbei, du bist Frau und Schluss ist? Genau, also für mich ist das Thema jetzt durch. Ich bin jetzt da angekommen, wo ich ankommen wollte und so speziellen privaten Leuten, die man gut kennt oder so, denen sage ich das vielleicht noch. Aber grundsätzlich spielt das in meinem Leben keine Rolle mehr. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Gerne.